Seid gegrüßt, liebe Leute. Willkommen zurück auf der Bergisch Land im LS19, selbstverfreilich. Das war, glaube ich, die letzten 1 oder 2 Aufnahmen. Da ist irgendwas, hat sich da verstellt im Aufnahmeprogramm. Ich weiß auch jetzt nicht 100%, ob das jetzt schon funktioniert, weil beim Kontrollieren der letzten Aufnahmen ist mir aufgefallen, dass die Fahrzeuge extremst leise waren. Ich habe jetzt mal mein OBS, die Einstellung geöffnet, da war auch bei den Audio-Aufnahmegeräten irgendwie, da war irgendwas, keine Ahnung. Auf jeden Fall war da was eingestellt, was ich gerade angeschlossen habe, whatever, das hat es irgendwie verstellt, vielleicht hat OBS ein Update gemacht, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt mein Bestes probiert, ihr könnt gerne mal eine Rückmeldung geben, ob der Sound jetzt wieder so ist. Also für meinen Geschmack sollten die Geräte oder die Maschinen schon zu hören sein, ja. Und natürlich auch mein Geschwätz ab und zu. Ich hoffe, dass das funktioniert. So, unser eigener John Deere Drescher, der ist jetzt hier noch am Dreschen praktisch. Und der ist ja gleich voll und gleich fertig. Der will jetzt was macht der jetzt? Wieso hat er jetzt das... Was machst du? Das muss echt mal einer verstehen, oder? Hä? Jetzt hat er... Ich habe ihn entlassen, hallo? Hauptsache mal Fehler. Was ist denn da jetzt los? Wieso war das hier aktiviert? Oh Gott. Oh Mann. Darf nicht wahr sein, gell? So, warte mal. Vielleicht war das jetzt auch mal ein Fehler, ich weiß es nicht. Da können wir aber gleich mal den richtig positionieren. Nee, was ich mitteilen wollte, der ist jetzt am Dreschen hier, ne, mit CP. Dass wir hier auch dann mit CP das Stroh aufnehmen können. Jetzt frag mich bitte nicht, warum der abgehauen ist hier, der vor der Arbeit, der hat Angst vor der Arbeit gehabt. So. Genau. Ich habe jetzt einiges probiert, den Abfahrer, den hier, zu automatisieren. Ja, ich habe probiert, einen CP-Kurs einzufahren. Was passiert? Von beiden Seiten an meinem selbstplatzierten Hofsilo schreibt er immer, steckt im Verkehr fest. Also ich gehe davon aus, dass der das CP das Hofsilo nicht unbedingt als Hofsilo sieht, sondern als irgendwelche Gegenstände oder als irgendeinen Gegenstand, der halt im Weg ist. Ja. Also deswegen ist es jetzt für mich hier in dem Fall, warum auch immer, unmöglich mit CP einen Abfahrer hier einstellen zu können. Für manche von euch natürlich, jawohl, Gott sei Dank, ihr müsst selbst was machen. Habt ihr recht, ne? Aber oh, die Luzerne sehen gut aus da hinten. Aber auch Autodrive, ihr seht es jetzt neben im rechts im Autodrive-Menü, habe ich es genauso probiert wie auf der Stadtbahn. Ich habe also Feld 39 Nord ausgewählt und habe das zum Richtung Hofsilo und habe auch natürlich unten eingestellt Dresche abtanken. Aber das macht er auch nicht. Er bleibt also da vorne am Feld 39 Nord stehen und denkt sich, jo, das war's dann. Ne? So. Nein, nein. Yes. Ich habe übrigens schon einen Anhänger voll. Ach ja, einen 7-Mäger gekippt. Und habe schon einen Anhänger voll. War der da dabei? Ich weiß, dann haben wir doch zur Mühle gefahren, oben zur Grampe. Dass wir da jetzt Getreideschrot machen können, ist, weil das Haferfeld 49. Und Sojabohnen, da haben wir auf jeden Fall für die nächste Zeit genug Getreideschrot für unsere Tiere. Hühner und waren auch die Schweine, glaube ich, ne? Ja. Habe immer noch keine Wurstfabrik platziert, das mache ich aber noch. Das mache ich ja mit fremdem Geld, also das mache ich jetzt nicht, dass ich das von meinem mühsam verdienten Geld bezahle. So, also das klappt alles mit CP. Bin hier entlang gefahren.
dann bleibt er wieder kurz vorm Profil, dann bleibt er wieder stehen und sagt, im Verkehr stecken bleibe. Ich habe es von der anderen Seite, also das ist schon von ja, gegenüber halt reinfarbig probiert. Da ist er auch kurz vorher stehen geblieben, hat gesagt, er steckt im Verkehr fest. Also irgendwas stimmt mit dem Silo nicht. Ich würde sie austauschen, aber das ist ja, das, was ich gefunden habe, erst der einzige Silo, was jetzt von den Steinen her und vom Fachwerk her halbwegs zum Rest passt, bis aufs Dach. Und was halt auch alles aufnimmt. Ne? Da kannst du sogar, keine Ahnung, Dreck, den du zusammengekehrt hast, irgendwie so. Es nimmt einfach alles. So. Muss entladen werden, das heißt, so viel, der ist fertig. Also hier haben wir schon wieder 4000 Liter Saatgut und der Bar. Ups. Denn? Ach, dann. Ja. Viel kann es dann mehr sein. Oh, doch, 4200 Liter, okay. Das fahre ich auch noch zur, lasse ich auch noch zur Mühle hochfahren. Ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, wenn ich Luzerne Silage machen möchte. Ob ich da das die Luzerne abmähen kann und dann die Schwartablage als Silage dann gären lasse. Oder ob ich ich finde bei dem Ausdruck, bei der Ausdrucksweise, ob ich das mit dem Häcksler machen muss. Ey, ich hab echt, ich weiß es nicht, ne? Hin. Ich glaube, die 49 tatsächlich ist das nächste, ne? Das nächste Erntereife. Oh ne, die 46, ja. Dann muss ich gerade mal gucken. Na gut, da steht's, ne? Luzerne. Da steht Luzerne. Das letzte Mal hatten wir den hier, ne? Dann machen wir die Luzerne dann am Schluss. Weil, von rein, ich habe jetzt das Geld nicht, um die Dinge auszuleihen. Dann fahren wir zur, was war das? 49. Die ist auch ein Drive. So. Oh, wow. Die Kamera geht wieder nicht. Ich kann wieder keine Kamera bewegen. Das ist nicht schlimm. Das ist schlimm, ja. Na alle. Entschuldigkeit. Leider schon wieder runtergerutscht. Darf das wahr sein? Oh Gott, ey. Oh, wenn du da dir nicht das richtige Kackding auswählst, ehrlich.
Jetzt hängen wir mal einen Baum fest da hinne. Das ist ein Kotze. Also in dem Fall kann ich echt verstehen, wenn man einen Daumen nach unten gibt, weil mir spielt das auch aufregend, wenn da einer herumspielt, der keine Ahnung hat. Was ist denn dann jetzt? Da ist doch gar nichts, oder? Ich kurz. Entschuldigung. Na, sowas regt mich auf. Ja. Bin halt so ein Typ, der hat es gern, sagen wollen, dass es läuft. Ja, soll schon. soll schon alles halbwegs funktionieren. Jetzt habe ich natürlich, als ich X gedrückt habe, oder was weiß ich, ja, Umschalt X, whatever, hat sich natürlich das Schneidwerk aufgeklappt. Und hat dann deswegen herumgesponnen, ne? Schlimm. Echt schlimm. Ja, ob ich jetzt eine starke Power nehme und blödsinnigerweise den Karren hier rumhebe oder probiere. Das geht noch nicht immer. Ja, natürlich, weil der Reifen extrem fest an der Birke festhängt. Mann, ehrlich, das ist. Schaltet einfach ab. Nerv. Bis am frühen Morgen, ich habe meine Blutdrucktabletten noch gar nicht genommen. So. Es ist gut, wir haben jetzt Hafer, das heißt, wir haben wieder mal fast alle Bestandteile für Getreideschuhe. Haferstroh macht mich froh. Naja, es ist wieder das gleiche Problem. Ne? Ich würde gerne mal selbst dreschen. Da muss ich aber auch selbst nachher das Stroh einsammeln. Ach ja, wie man es macht, ne? Wie man es macht, ist es nicht okay. Mich dann sowieso geschimpft mit mir, beziehungsweise, keine Ahnung, generieren bitte. So. F49 dreschen 9 Meter. Ja, und an der blödesten Stelle, fängt der an, ne? Mitte im Acker. Ich hab da drin gar nicht gestanden. Na alle. Das macht halt jetzt der Hilfe. Hafer. Den brauchen wir nicht, den da bräuchte man. Den dicken. Den kleinen Dicken. Und nach der Ende müssen wir ganz dringend, aber auch wirklich ganz dringend, mal wieder ein bisschen Gras mähen. Ne? Weil unsere neue, ganz toll angelegte Wiese ist ja mähreif.
So, die Profis unter uns, also ich nicht, würden jetzt sagen, okay, ich lasse jetzt CP hier das Stroh einsammeln und lassen über Autodrive dann zur Pelletspresse fahren und dort abladen. Das klappt nur mit den Profis unter uns, ne? Boah, das ist schon... Nee, sowas regt mich immer ein bisschen auf. Das können wir auch verschieben. Und das natürlich auch. So. So, das fahren wir zur Mühle. Den Rest nehmen wir noch für, ja, für das Getreideschrot. Es auf der Welt zu sein. So, da können wir abbiegen. Da können wir abbiegen. Da. Also Rohstoff Nummer 1 weiß man jetzt tatsächlich einiges dann an der Mühle drin. Dann müssen wir noch eine gute Ladung Hafer hinfahren und dann halt dementsprechend noch eine gute Ladung Sojabohnen. Da haben wir erstmal die nächste Zeit hoffentlich Ruhe, was das Getreideschrot anbelangt. Da haben wir genug da für die Tierchen. Wenn du überlegst, bis jetzt hatten die Tiere nur, haben die Tiere nur Zeit und Geld gekostet. Milch habe ich noch keine verkauft, weil ja, ich fahre erst weg, wenn ich einen Tank voll kriege. Warum soll ich da jetzt ein halber oder ein Viertel den Tank erst wegfahren? Das ist ja Krise. Achso, ja, ich muss ja die Abkippseite ändern. U-U-I. So, Hafer, siehst du mal, sind wir fast pünktlich zum Abtanken wieder. Muss entladen, was heißt mir fast pünktlich? Achso, das ist der Strohfahrer. Da muss mir jetzt echt mal was einfallen lassen. Ich hatte einmal, genau, das war nämlich so, ich hatte einmal den Kurs eingefahren vom Hofsilo Richtung Pelletspresse. Und kurz bevor ich dann an der Pelletspresse angekommen bin, der Obstdrescher, ist das Programm abgestürzt. Ne? Hab ich erzählt, der schwarze Bildschirm. So, wann bist du voll? Ja, ich weiß nicht, 100%ig da steht, aber wann ist das? 89, 90. Das dauert noch ein bisschen. Können wir nochmal wenden. Okay, das ist ja der Rückelheimer hoch 10 hier. Jetzt frage ich dich, wo fährt der hin, der Trottel? Er hat schon wieder das Ding aufgeklappt. Geht's noch? Wieso fährt er hier hin?
Wieso will er zu Wald Nord? Wieso geht er mir auf der Pflanze? Ehrlich, das kapiere ich nicht. Warte mal. Hier könnte man eigentlich aktivieren, dass wenn er am Zielpunkt ankommt, der Autodrive-Fahrer, CP, der CP-Kurs, der da anliegt, gestartet wird. Ja? Das ist hier nicht aktiviert. Es kann aber auch sein, ja, hier kann man auch irgendwas mit Autodrive einstellen im Cursplay-Menü, dass da irgendwas nicht ganz dicht ist. Ja? Auf jeden Fall, ich kümmere mich jetzt mal drum. Wir sehen uns dann später noch zu einer weiteren Folge, hoffentlich, wenn ihr noch Lust habt. Ich muss jetzt mal schauen, warum der so rumspackt. Ja? Also ein blödes Ende tatsächlich. Aber war auch irgendwie eine komische, chaotische Folge wieder mal. Ne? Trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen und dann ja, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi.